willkommen auf dem Vaju-Kanal. Heute sind wir hier im Happy Fit Gym in Steyr in Österreich und ich bin mit meinem Teamkollegen Fabian Meyer. Servus, Aldin. Wir haben uns heute auf dem Push-Training getroffen. Heißt, wir haben jetzt schon eine Weile Aufwärmen hinter uns. Jetzt geht es direkt an den Topsatz. Süßes. Jetzt bewegen wir richtig Gewicht und schauen mal, wie es heute geht. Ich würde sagen, wir legen direkt los. Legen wir los. Wir sind leider gerade ein bisschen beschränkt. Wir haben maximal 55 Kilo hier, aber damit werden wir ein paar vernünftige Wiederholungen jetzt rausballern. Alles geben, komm. 10, ja, ja. Ein Easy. Schön, fast schon Backoff-Satz gewesen, ne? Ja, so ist es. Aber ich denke, wenn wir gewichtsmäßig ein bisschen beschränkt sind, dann muss wenigstens die Ausführung passen und der Satz war gut. Sehr, sehr gut. Bist du dran. Sehr gut. Ich passe mich heute Fabians Training komplett an. Heißt, wir machen Streckbandrücken als erstes, was ich normalerweise nie als erste Übung mache, dementsprechend ans Gewicht rantasten, aber hat sich relativ gut angefühlt im Aufwärmen. Deswegen versuchen wir mal ein bisschen was. Ich bin nicht so stark wie Fabi, aber ich komme so nah wie möglich ran. Sieben. Ich glaube, ich mache noch einen auf. Topsatz ist noch. Ist zu leicht? Ja. Schießstyle würde ich wiederholen. Ja, wenn 6 Kilo schon so leicht sind, dann. Ja, ich denke mal. Ja, ist normalerweise nicht in all den seine erste Übung. Man merkt es, weil du bist wesentlich stärker, als du gedacht hättest. Ich habe diese Übung noch nie als erste gemacht, deswegen ist es was anderes, ne? Süßes. Aber wie gesagt, Topsatz heißt alles. Alles oder nicht. Und 6 bis 7 ist noch Aufwärmen gewesen. So ist es. Und am besten in einem Bereich von 5 bis 9 Wiederholungen, wo du irgendwo zum Muskelversagen kommen solltest. Der Aldin wäre jetzt definitiv drüber gewesen. Wir haben die Möglichkeit zu erholen. Also nutzen bei wir den Tag und dann immer. Ja, so machen wir es. So ist es. Ja, es hat richtig gut ausgeschaut. Aldin ist aus seiner Komfortzone raus und ich glaube, hat eine neue Bestleistung hingelegt, oder? Ja, PR, wenn man die Übung nie macht. Ja, aber schön, ja. Ist gut angefühlt. Super. Zweite Übung ist jetzt die Chest Press Flat von Technogym. Wir werden ca. 60 Kilo pro Seite für unseren Topset jetzt bewegen. Ziel ist es, irgendwo in einem Wiederholungsbereich 5 bis 9 drinnen zu sein. Und ich für meinen Teil greife da bewusst ein bisschen enger, um die obere Brust zu forcieren. Schauen wir mal, was geht, oder? Legen wir los, würde ich sagen, direkt. Super. Sehr schön. Easy. Ja, easy.
Auf, komm! Ein noch. Und schieb! 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 Komm! Ja! Sehr schön. Und hier sieht man wieder, auch die Negative ist Teil der Bewegung. Das ist nicht nur Ablauf, wo man sich schont, sondern da wieder ganz bewusst und kontrolliert abgesenkt. Ja. Richtig gut. Kommt hier bewusst die Brust an, so man blickt. Ja. Go, geh mal. Geht noch, geht noch. Weiter geht's. Schub, alleine. Ja, Schierbahn. Weiter geht's. Geht noch. Jetzt zählt's. Schub, ja, Druck. Ja, sehr gut. Ja, geh mal. Druck jetzt. Okay, geht's. Ich muss das wissen. Oh, saugut. Saugute Maschine. Ich glaube, das bringt die Leute ein bisschen näher, warum ein einziger Satz im Training reichen kann. Es braucht nicht drei oder vier. Aldin, wie viele Sätze braucht es, damit man fertig ist? Es braucht einen. Aber einen guten. Einen guten, so ist es. Und ich glaube, das muss man ins Mindset reinbekommen. Einen Satz, wo man sich einfach komplett vergisst und 100% gibt und nichts anderes. Da zählt nichts, da zählt nur der Satz und das Gewicht, was du bewegst. Wir machen jetzt Dips. Wir haben dafür extra die Räumlichkeiten hier gewechselt. Wir haben uns schon mit ein paar Aufwärmsätzen reingearbeitet, um zu gucken, wie das Ganze ist. Für uns beide diese Dip-Variante, diese Maschine an sich. Das erste Mal, dass wir sie machen, deswegen haben wir uns da ein bisschen rantasten müssen, aber jetzt haben wir ein Gewicht gewählt und ich denke, es kann losgehen. Ich bin bereit. Hilf mir bitte beim Einstieg noch. Ready? Ja. Oh. Oh. Hast du? Go. Oh. Oh. Eins. Zwei. Oh. Schön. Drei. Stretchen. Super, super. Noch zwei noch. Ja. Stretch, letzter, komm. Die Power hast du. Komm, hast du. Ja. Yes. Super. Der Stretch ist super hier, ne? Ich spüre überhaupt nichts mehr. Das war ein reiner Gewaltakt, ist dieser Satz, aber ja, auch das muss manchmal sein. Wie gesagt, ohne Progression gibt es keine neue Muskelmasse und ich glaube, das war genau der richtige Schritt. Aber jetzt ist der Aldin dran, jetzt wird er gequält. Ich will mal gucken, ob das Gewicht okay ist. Meinst du? Es ist definitiv okay. Ist okay. Ich bräuchte noch deine Hilfe, ja. Dein ganzes Körpergewicht. Ja. Eins, zwei, okay, sitzt du? Ja. Sehr gut. Stark. Fünf. Stark. Schub. Sechs. 7, gehen wir jetzt. Push. Ja. Schub. Ja. Anno. Okay, jetzt mal. Ja. Oh, ich weiß, was du meinst. Heftig, oder? Wie ist das Gefühl in der Brust?
Oh. Hast du noch Gefühl in der Brust? Mittendrin der Stretch, der war unglaublich. Ja. Die Brust einfach nur noch voll. Ja. Wir sind mittlerweile jetzt bei unserer vierten Übung angekommen. Wir machen fliegende am Kabelzug. Haben da genauso unser Standard-Vorgehen, indem dass wir einen Topset und einen Backoff-Set haben. Allerdings ist der Topset in einem minimal höheren Wiederholungsbereich. Wir werden uns so zwischen 8 und 10 Wiederholungen bewegen, weil ich einfach sage, gerade bei Fliegen, das ist wichtig, dass ich den Muskel spüre, eine perfekte Kontraktion habe, und da ist zu viel Gewicht einfach hinderlich und vor allem steigt die Verletzungsanfälligkeit für die Schulter. Ein bisschen erhöhen müssen wir allerdings nur, also gehen wir auf 45, hätte ich gesagt. Sehr gut. Schön, super. Jawohl. Ja, war gut vom Feeling. Man sieht's, ich halte die Spitzenkontraktion immer ganz gut. Ich liebe einfach das Gefühl, wenn ich merke, das Blut drückt so richtig rein in die Zellen nochmal. Taugt mir extrem, und für mich ist da die Spitzenkontraktion ausschlaggebend. Merke immer ganz gut, ein guter Indikator ist, wenn die Brust blau anläuft. Dann. Zurück zum Thema Topsatz. Die letzte Rap. Ich dachte, die letzte Rap war die letzte Rap und dann kam noch einer. Das ist ein Topsatz. So ist es, ja. Der Topsatz. So muss das aussehen. Ganz leicht. Und Schub. Ja. Jawohl, gib ihm. Gehen wir noch. Jetzt geht's los. Gehen wir jetzt. Bass. Ja. Gehen wir noch. Topset. Schub. Gehen wir jetzt. Oh. Noch ein paar kurze. Ja. Ja, nee, geht auch nicht mehr. Wenn die kurzen nicht mehr gehen, dann ist es echt vorbei. Aber es ist ein bisschen beschissen zum Helfen. Ich hoffe, es ist trotzdem alles super. Trotzdem okay gewesen. Oh Gott. Es tut so weh. Ja, die Luft ist jetzt schon ein bisschen draußen, muss ich sagen, das merkt man.
Für gewöhnlich gehen nur 20 Kilo mehr pro Seite, aber ich war dennoch recht zufrieden. Das Feeling ist nach wie vor gut. Pump sollte noch kommen in der Schulter, aber jetzt merke ich, das Training sollte sich langsam dem Ende zuneigen, weil ich wäre halt schon leicht leer. Schauen wir mal, wie es bei dir geht. Wir sind jetzt auf 60 Kilogramm pro Seite. Wir legen direkt los. Job, I get it done, but you should know that. Shine like a sun of 101, you should know that. I get the front and in the back, you should know that. No need to stun, it's never cap, you should know that. All I know, 10 toes, never fold. Look, 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 look. On the go, okay. Ice hole, okay. Ice hole. Den letzten wollte ich im Kopf. Ich habe gesagt, einen noch, und dann als ich unten war, dachte ich mir, oh, da geht der nicht mehr, aber irgendwie mit deiner Hilfe doch schon. Das gibt's ja. Oh, sehr gut. Unser Push-Training ist jetzt durch und das hat es richtig in sich gehabt. War richtig nice, oder Alden? Was sagst du dazu? Mega gut gewesen. Ja. Also wie gesagt, ich trainiere gerne mit Leuten, die stärker sind als ich. Und das war echt gut. Ich habe neue Grenzen kennengelernt, habe neue PRs aufgestellt. Ich kann mit einem guten Gefühl nach Hause gehen. Ich hoffe, du auch. Definitiv. Also gerade mit Trainingspartnern, man pusht sich gegenseitig. Und auch ich habe den einen oder anderen Rekord heute aufstellen können. Sehr gut, super Leute. Also wir werden jetzt direkt losgehen, was essen. Morgen steht noch ein fettes Beintraining an. Das wird auch nochmal richtig intensiv. So ist es. Also wie gesagt, jetzt sind wir vorhin essen. Wir sind beide richtig leer. Ich habe mega Kohldampf. Ich brauche jetzt ein paar Carbs und brauche natürlich die Energie für morgen danach. Und du wirst das auch definitiv brauchen. Aldin hat ja mega Beine. Also die sind richtig dick, die Dinger. Und ich bin wirklich gespannt, wie viel Power da drinnen steckt. Und morgen kann ich versprechen, wird es richtig grundübungslastig. Schauen wir mal, was der Aldin beugt, was er squattet. Ich bin echt gespannt. Und, also ich bin nicht der Stärkste, ich weiß das. Ja, aber das hat er heute angesagt und es war genau das Gegenteil. Also der ist stark. Aber bei den Beinen ist das wirklich so, weil über seine Beine, ihr werdet das Video bestimmt irgendwo sehen. Wir werden auf jeden Fall hart trainieren, das versprechen wir euch. Aber vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank. Und wir sehen uns zum nächsten Video. Bis zum nächsten Mal.